Hallo Welt, da sind wir wieder. Immer noch auf Mission und wir kämpfen hier gegen Mutantenhunde und Supermutanten und Skorpione und was sonst noch alles hier so rumfleucht im Ödland des Commonwealth. Wo ist denn dieser legendäre Mutantenhund geblieben? Er ist geflüchtet vor uns, dann war er weg. Da oben war ein Supermutant. Der ist auch weg. Okay, zwei Supermutanten. Das war ja jetzt nicht die größte Herausforderung. Ja, dieser legendäre Hund, der war schon... Das war ein schöner Brocken. Wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von dem Ort, zu dem wir hin sollen. Oh, hallo! Ich meine, Entschuldigung. Hier, fangen Sie um, fangen Sie um. Ja. Wo? Oh nein, nicht der schon wieder. Danke. Danke für die Information. 45er Patrone, 38er Patrone. Da ist irgendwas Leuchtendes. Mysteriöses Wasser. Vielleicht ist es auch Milch, die leuchtet im Dunkeln. Oh, noch ein Supermutant. Ist zu weit weg. Ein schlechter wieder. Das war keine gute Idee. Auf den Kopf. Das sah sehr schmerzhaft. Das musst du getan haben. Oh, der lebt immer noch. Meine Güte, meine Güte. Das ist ja unverschämt, was die aushalten. Und er lebt immer noch. Ganz witzig. Ich höre doch schon wieder was knurren. Curry, halt mir bloß den Rücken frei. Hallo, wo bist du? Der auch so schnell hier runterkommt wie wir? Ja, nicht ganz so schnell. Ich glaube, wir hätten uns hinten mit denen gar nicht anlegen müssen. Mit dem hier schon. Verstrahltes Blut und Mutantenhundefleisch. Wunderbar, 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 wunderbar. Müssen wir da hoch? Nein, müssen wir nicht. Wir sind hier schon... Oh! Oh yeah! Erschütternd automatisch Kampfflinte. Chance auf Taumeln bei Treffer. Automatikverschluss als aktuelle Mods und verlängerter Lauf. Und vollständiger Kolben, mittleres Magazin und Standardvisier und keine Mündungsbremse. Schaden 52, verschießt Schrot und hat eine Feuerrate von 23, Reichweite 59, Präzision 39 und Gewicht 15,2. Ziemlich schwer das Dingen, aber ein Wert von 390, das nehmen wir mit. Und verstrahltes Blut und Mutantenhundefleisch ebenfalls. Kampfhandlungen werden eingestellt. Wir sind möglicherweise nicht allein. Thank you.
Oh, das war gar nicht. Das war ein Mülleimer. Den haben wir aber getroffen. Na, na, na. Da steht er wieder. In den Kopf, in den Kopf, immer in den Kopf. Es ist etwas in der Nähe. Identität unbekannt. Ja gut. Ja, wie auch immer. Ich meine, das wäre jetzt mit Sicherheit nicht nötig gewesen. Aber, naja, vielleicht doch. Zwei Mutanten weniger wieder. Wir müssen jetzt irgendwie... Oh, das ist gut. Stimpak und Redaway. Redaway, na, was wird uns da wieder erwarten hier? Okay, wir müssen irgendwie da hoch. Mal sehen, wie wir das schaffen. Wir werden vielleicht in das Gebäude hinein müssen, oder gibt es hier so eine Art Aufzug? Wahrscheinlich müssen wir in dieses Gebäude dort, um dann irgendwie überirdisch oder unterirdisch. Warum sage ich immer unterirdisch? Naja, irgendwie müssen wir doch in das Gebäude kommen da oben. Einen Eingang habe ich jetzt hier nicht gesehen. Ah, höchstens unten. Ja, unten ist wahrscheinlich der Eingang. Das ist der Trick dabei. Oh, 45er Patrone und leerer Blutsack. Wofür auch immer. Manchmal ist hier an den Laternen auch noch was zu finden, diesmal aber nicht. Ja, ich denke... Oh, ist das ein Munitionsschächtelchen? Tatsächlich, Kaliber 50, 45er Patrone und schön, 20, aber 20 nur. Wir haben hier bestimmt 200 verschossen oder sowas. Egal, nehmen wir mit, die 556er Patronen und die 38er auch. Wir müssten mal so ein richtig großes Lager finden mit, was weiß ich, 1000 Patronen oder sowas. Das wär's doch. Auf jeden Fall werden wir jetzt doch versuchen, von unten hier reinzugehen. Und ich fürchte fast, dass wir es hier mit noch mehr Supermutanten da drin zu tun bekommen. Also abspeichern und rein da. Im Schleichmodus. Hab 360. Ab durch die Mitte. Aha. Okay, es sieht verlassen aus. Aber vielleicht haben wir Glück. Ein Aufzug steht da vorne herum. Wir plündern natürlich erstmal hier ein bisschen. Ah, schon wieder plündern. Wir sammeln hier ein wenig ein. Hier ist nichts mehr einzusammeln. Scheinbar waren wir hier schon. Ich kann mich aber nicht wirklich dran erinnern. Egal, wir nehmen jetzt mal Theaterviertel öffnen. Ob das wohl richtig ist? Könnte sein. Theaterviertel hört sich schon mal gut an. Da halten wir uns gerne auf. Aha, Kronkorken und Schaltplatte Militärstandard. Theaterviertel, im Theaterviertel. Hier im Theaterviertel. Wir müssen nach oben. Wir nehmen mal gleich hier die Leiter. Wir haben nicht... Oh. Wir haben nicht die... Moment mal, hier waren wir doch. Ist das ein Scherz? Das ist doch ein Scherz. Och, müssen wir dann doch wieder rein? Nix Theaterviertel? Theater hier, Mensch. Radioaktive Drüse. Was machen wir denn mit einer radioaktiven... Ah, ich möchte jetzt nicht alle Supermutanten hier in der Gegend irgendwie bekämpfen müssen. Dafür haben wir zu wenig Munition dafür. Wir gehen einfach wieder rein. Wir müssen vielleicht drin irgendwie nach oben erstmal. Da waren ja auch Treppen da drin. Theaterviertel. Die Tür haben wir vorhin gar nicht gesehen. Also wieder rein. Und diesmal werden wir einfach die Treppen im Inneren des Gebäudes benutzen. Und mal sehen, wohin sie uns führen werden. Dennoch bin ich mir nicht sicher, da in den Registrierkassen nichts mehr war, könnte es beinahe sein, dass wir hier schon waren. Ha!
Weg! Ach, Curry, warum stehst denn du auch da? Das war eine Kronkorkenmine. Schön. Aber wir haben nichts davon. Wenn du hinter mir stehst, direkt kann ich nicht zurück, wenn ich sowas höre. Ich weiß doch auch nicht immer, wo die rumliegen, Curry. Jetzt ist sie natürlich weg. Wir haben nichts davon. Oder ist die nochmal hier? Nein. Ja, es wird uns gesagt, wir sollen da durch, aber... Oh, Gwyn, jetzt taucht Flasche an. Ist das etwas wert? Die Welt an der Oberfläche ist sehr verwirrend für mich. Es wäre schön, wenn du ein bisschen Abstand nimmst, Curry. Nur so ein bisschen, weißt du? Aha. Das kann nicht richtig sein, denn unser Marker zeigt uns ja, dass wir genau durch das andere Ding da durchlaufen sollen. Durch das Tor. Ist hier irgendwas drin? Nichts zu essen für uns. Schade. Naja, durch das Tor müssen wir doch. Oder wir können versuchen, hier hoch. Mit dem Aufzug nach oben. Nach unten. Ach so, der kam von oben jetzt. Zweiter Stock. Mal sehen, ob wir hier nach oben kommen. Zweiter Stock. Wir sollten Curry irgendwie mal ja, zu Hause lassen, aber sie trägt ja auch immer ganz gut. Oh, 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 ich bin... Da oben, da ist jetzt ein Zeichen. Ja, ich denke, das war richtig, dass wir hier hin sind, aber... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir hier schon gewesen sind. Das heißt, wir werden es hier mit vielen, vielen... Entschuldigung, mit vielen, vielen Supermutanten zu tun bekommen. Hier sieht es schon mal ziemlich supermutantig aus. Aber es ist niemand hier. Öl, da liegt Öl. Speiseöl. Drei Teile Öl bekommt man daraus. Kochpfanne. Kronkorken und Blähfliegendrüse, glaube ich. Kronkorken, nochmal Kronkorken. Kronkorken sind immer gut. Kronkorken Kaliber 50, na gut. Kochtopf. Kronkorken, 5,56er Patrone und Fortkriegsgeld. Und ein Tafelmesser. Kochtopf, Kochtopf und Dose. Irgendwelche Teller. Irgendwas zu essen. Topf. Schmortopf wäre gut. Ich glaube, der ist komplett aus Kupfer. Was ist hier mit dem Messer? Oh, hoppla. Tafelmesser, Tafelmesser. Kochplatte, das ist gut. Da ist auf jeden Fall Kupfer drin. Und wir brauchen immer Kupfer. Kronkorken, 5,56er Patronen. Todeskrallenfleisch, sehr schön. Und Maulwurfsrattenzähne. Ja, wir müssen ein bisschen sammeln für unsere Siedlungen, sage ich immer. Aber an alle Gabeln kommen wir hier nicht dran. Für Stahl. Daraus können wir ein Haus bauen. Ein Gabelhaus. Hier kein grünes Zeug. Was meinen die denn immer mit hier kein grünes Zeug? Was meinen die denn mit grünem Zeug? Oh, oh. Ich höre schon die Schritte. Was? Wer da sein? Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob das richtig war. Wir mussten doch weiter nach oben. Aber vielleicht können wir auch außenrum nach oben. Na gut, einige Kreaturen, wie der Maelor-König, die Chamäleon-Todeskralle und Wachbots, können Tarnung nutzen, um sich praktisch unsichtbar zu machen. Das wusste ich auch nicht. Der Superhammer ist ein raketenbetriebener Vorschlaghammer, der gewaltigen Schaden verursachen kann. Oh ja, Preston kann sehr gut damit umgehen. Preston! Oh, wo ist unser Preston, wenn man ihn braucht? Ich weiß nicht, ob Curry mehr tragen kann, aber Curry braucht nicht so viele Waffen. Das hat auch einen Vorteil. Oh, hallo. Kriegen wir ihn? Was ist das? Jo, sehr schön. Oh, hallo. Na, das war ja mal was. 38er Patrone, Impro-Gewehr.
Schulden hoch sind wir hier schon. Oh, was ist denn da los? Legendärer Raider. Direkt neben den Supermutanten, was? Da unten ist irgendetwas Legendäres, glaube ich. Und noch ein Raider-Veteran. Ja, die sind ziemlich fies, diese Veteranen. Da unten scheint schon irgendetwas... Ach so, ein Aschehäufchen. Na gut. Wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Da drüben ist der Supermutant, der gerade gefragt hat, ob jemand da ist. Wir sind hier auf jeden Fall erstmal in Sicherheit, hoffe ich. Und wir werden in der nächsten Folge weitersehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.